ruin has come to our family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Ja, so, Darkest Dungeon. Mal ein neues Projekt von mir. Mal wieder? Ich hab's noch nie gespielt, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist also ein Dungeon Crawler. Sehr schwierig. Ja. Ich will jetzt einfach mal mit euch die Kampagne spielen. Okay. Dunkelste. Was ist hier? Ja, komm, wisst ihr was? Wir nennen uns einfach Alrek. So. Nein, Balrek. Ich hoffe, vom Sound passt so einigermaßen. Ich denke schon. Lauter. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Also das Spiel gefällt mir bis jetzt schon sehr gut. Auch wenn ich nur zwei Intros bis jetzt gesehen habe. Ein rotes Fragezeichen auf dem Bild eines Helden bedeutet, dass er in dieser Woche nicht zur Verfügung steht. Jawohl. Denn was ich von dem Spiel weiß, ist, man ist im Dorf, richtet man irgendwie seine Gruppe zusammen mit Vorräten, wie lange sie in dem Dungeon unterwegs sein können und. Oder stärkt die Moral, indem man ein bisschen Bier trinkt und was weiß ich, was man da alles machen kann. Dann betritt man das Dungeon und man hat, glaube ich, nur so lang Zeit, bis die Vorräte ausgehen, das Fackellicht zu Neige geht oder alle tot, / wahnsinnig sind. Denn, also, es ist sehr schwierig. Achso, und ich soll jetzt Taste drücken. Ah ja, und finde einen Weg zum Dorf.
Kartennavigation. Du befindest dich derzeit in einem Raum. Klicke auf einen anderen Raum auf der Karte, um dich vorwärts zu bewegen. So gelangst du im Gang zum nächsten Raum führt. Okay. Alles klar. So, wir haben jetzt den hier und ihn hier. Wismas und wie? Oh Gott, die Schrift. Reynolds. Reynolds und Dismas, Wegelagerer und Kreuzfahrer. Und wir haben hier unten, das ist glaube ich hier Wahnsinn und das ist die Lebensenergie. Hier haben wir Präzision, kritisch, Schaden, Ausweichen. Hier haben wir Fähigkeiten. Die Ausrüstung. Ja, hier hat hier eine andere Fähigkeit, eine andere Ausrüstung. Hier hätten wir das Inventar, hier hätten wir Nahrung. Regeneriert Gesundheit und hält den Hunger in Schach. Jedes Mitglied der Gruppe verzehrt für gewöhnlich eine Nahrungseinheit pro Mahlzeit. Ja. So, und wir gehen jetzt einfach mal in den nächsten Raum. Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Okay. Also, so. Durch Gänge bewegen. Wenn du dich in einen Gang aufhältst, drücke D, um dich vorwärts zu bewegen und A, um zurückzugehen. Wenn du lieber mit Maus verwendest, klickst... Vorsicht. Oh, oh. Wohin jetzt? Oh, gehen wir doch wieder ein bisschen zurück. So. Na, dann gucken wir mal. Ah ja, da oben hatten wir faktisch... Oh. Dispatch this thug in brutal fashion. Er ist überrascht. That all may hear of your arrival. Okay. Oh, Moment, nicht so schnell. Der Kampf ist drunten passiert. Wenn dein Held an der Reihe ist, klicke auf einen Fähigkeitenspol und klicke anschließend auf ein markiertes Ziel. Wenn du eine bestimmte Fähigkeit nicht auswählen kannst, liegt das daran, dass dein Held an einem anderen Ort stehen muss oder es keine gültigen Ziele gibt. So, er ist jetzt dran. Adelas Nahkampf oder hier Streuschuss Fernkampf. Machen wir doch den Streuschuss. Au. So, jetzt ist er ran. Er macht. Das ist Fernkampf. Den hier. Er betäubt. Er widersteht. Hackfleisch. Oh. Okay, Runde 2. Der ist schon wieder. Oh, jetzt ist er wieder dran. Er benutzt Abstechen. Das ist das ein Schaden pro Runde. 3 Runden lang. Oh, oh, okay. Dann den Fallenschlag. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Bei der Leiche findest du 50 Gold. Jawohl, meine Gold. Okay, wir gehen weiter. Wir bluten aber noch. Au. So, was macht jetzt hier? Umschalten klicken, um Fackellicht zu verringern. Oh. Es wird dunkel, denn aktuelle Lichtstärke beeinflusst viele Mechaniken im Spiel. Je dunkler es wird, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad, aber umso fantastischer die Belohnung. Okay. Ja, und wie mache ich das jetzt wieder höher? Jetzt haben wir nämlich hier Stress. Und wir werden überrascht. Oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Interaktive Objekte. Auf einer Erkundungsmission wirst du häufig auf interaktive Objekte stoßen. Klicke sie an und drücke B. Oder drücke B. Okay. Eindeutig das Lager der Angreifer. Optional ist hier ein Gegenstand. Ja, das ist nur anzuwenden. Die Suche das selbst. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Verwandten nehmen wir mit. Wir nehmen das Gold mit. Und die Jahre nehmen wir mit. Ja. Und jetzt? Ja, er hat jetzt Stress. Bin ich ständig auf die Füße. Ach, hier müsste ich hinklicken. Alles klar. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned and their kind is no longer welcome. Oh, ich glaube, ich habe jetzt schon dafür gesorgt, dass wir sterben werden.
Okay, er ist als erstes dran. Gezielter Schuss, Jenkam. A singular strike. Ich verfehle nie. Du kannst auch. Mach dir auch Jenkam. Ich hätte erst unfertig ausschalten. Oh Gott. Das wär's. Ja, welche Erschöpfung der Kräfte? Jetzt ist er wieder ran. Nee. Komm, mach ihn mal. Drei Schaden ist zu wenig. Plus 6. Na komm. Na dann. Komm, mach mal auf die hier. Strafung, okay. Ihr blutet schon wieder, bekommt noch mehr Wahnsinn. Was ist das hier unten? Stress. Okay. Also es könnte sein, dass wir jetzt den ersten Kampf schon verlieren. Wenn man Pistolen ist. Their formation is broken. Maintain the offensive. Sehr schön. Grievous injury, palpable fear. Er befindet sich an der Schwelle des Todes. Okay. Schwelle des Todes. Wenn ein Held auf 0 LP fällt, steht er an der Schwelle des Todes. In diesem Zustand erleidet er einen Wertemalus und weiteren Schaden könnte ihn töten. Okay, aber ich kann ihn nicht teilen. The bigger the beast, the greater the glory. Jawohl. Warte mal, ein Siegel der Ehre für große Taten aus der Familie links vergangenen Zeiten. Ein Porträt, Gold, alles nehmen. Eine Quest abschließen. Nachdem du die Questanforderungen erfüllt hast, kannst du jederzeit in den Stab zurückkehren. Dazu musst du nur auf das Wappen klicken. Es ist nicht nötig, zum Stab des Dungeons zurückzukehren. Dann klicken wir mal ins Dorf zurückkehren. Gut. Okay. Was auch immer mir die Erbstücke bringen, ich weiß es nicht. Okay, aber sie können auch hier XP steigen. Das ist sehr gut. Perverse Gelüste. Darf das Bordell nicht besuchen. Oh, clownhaft. Okay. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Alles klar. Ich find's gerade erstaunlich, dass hier Open Broadcaster gerade gesagt hat, dass die CPU-Auslastung zu hoch sind. What? Besiege, besiege, besiege den lauten Propheten, besiege die Hexe. Okay, erste Woche. Okay, alles klar. Hol Hilfe, wenn nötig. Halte zu einem beliebigen Zeitpunkt Spiel H gedrückt und Kontextbogen Hilfe für Steuer. Okay, Moment. Hier, wartet. Moment.
Rekrutiere neue Helden. Friedhof, besuche die Gräber gefallener Helden. Ah, okay, ich muss hier anscheinend erstmal ganz schön viel freischalten. Was haben wir hier? Also, das ist er. Dorfinventar. Alles klar. Glossar. Aha. Und das ist Menü. Okay, was hast du hier? Ja, sein Stress ist. Ja, du bist bereit. Gucken wir mal kurz in die Kutsche. Women and men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Okay. Du wirst diese zwei Helden anhören müssen, um eine Vierergruppe zu gründen. Ziehe sie auf die Liste. Ah ja. Solange du hier bist, gibt es einige deiner Startressourcen für Verbesserung des Kutschennetzwerks aus, damit du die erhöhte Anzahl an Helden später verbessern willst. Okay. Eine Suchenderin und ein Pestdoktorin und eine. Okay, ja. Moment. Hier, Moment, halt, warte. Nee. Ah, hier hinziehen. What better laboratory than the blood-soaked battlefield? So, ein Kutschennetzwerk soll ich ausbauen. Das mache ich mit den Urkunden und mit den Wappen. Und mit dem. Ah, ich verstehe. Dann machen wir erstmal Word das. Is traveling. Und das. Ambition is stirring in distant cities. So, we can use this. Ja. Psch. Lass mich mal ganz kurz hier, Moment. Nein, das will ich gar nicht. Das will ich auch nicht. Ich will wissen, was er hier kann. Ah, Rechtsklick. Okay. Präziser Schnitt, Seuchengranate. Lagerfähigkeit, minus Stressschaden an 4 Kämpfe, Heilung um 50%. Sehr schön. Und was kann sie? Bernkampf, blendendes Licht, Heilung. Sie ist eine Heilerin. Sie bleibt hinten. Ich könnte eventuell den hier mal tauschen und ziehe ich so in die Gruppe in den Kampf. Er vorne, dann er und sie. Nee, sie ist auch weiblich, glaube ich. Genau, alles klar. Machen wir so. Okay, dann gucken wir mal hier mal rein. In time, you will know the tragic extent of my failings. Ah, okay, hier könnten wir nochmal alles. Schieße erfolgreich den ersten Angriff zu dunklen Dungeon ab. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Epilog, ja. Die Kampagne werden wir natürlich durchspielen. Friedhof. Most will end up here, covered in the poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Oh ja. So, Taverne haben wir noch nicht. Was ist das? Waldläuferin. Schließe, freischalten und Quest ab. Okay. Ich würde sagen, hier hören wir mal auf für die erste Folge. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, ich glaube hier hoch, oder? In das Darkest Dungeon. Hier oben. Da hätten wir noch Schmied, Gilde, Kloster, Friedhof, Sanatorium, Taverne. Bordell haben wir hier gar keins. Sehe ich hier gerade. Na gut, also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.